es ist im Sommer richtig viel zu tun. Stress kann man schon sagen, aber es ist ein sehr positiver Stress. Also es macht nach wie vor großen Spaß und es ist eine sehr beglückende Arbeit. Die Kinder können hier im Waldheim ihre Ferien verbringen, die Schule vergessen, mit Gleichaltrigen spielen, Kind sein. Weit weg und doch nur einen Katzensprung von daheim entfernt. Es geht darum, soziale Erfahrungen zu machen, soziale Erfahrungen in einer Gruppe von Gleichaltrigen, sich einerseits durchzusetzen, andererseits anzupassen. Bei den Jungs steht in jedem Jahr der Sport im Mittelpunkt. Es wird Fußball gespielt, gegen die Möhringer. In den Mädchengruppen dagegen geht es oft ruhiger zu. Schminken und Basteln stehen hoch im Kurs. Seit 1957 gibt es die Glocke als weithin hörbares Signal im Waldheim. Bis dahin nutzte Fritz Klein, der Gründer des Degerlocher Waldheims, seine Trompete, um allen mitzuteilen, das Essen ist fertig. Am 8. August 1938 konnte er das zum ersten Mal machen. Im Weidachtal findet das erste Ferienwaldheim statt. 57 Mädchen und Jungen zwischen 6 und 14 Jahren können daran teilnehmen. Trotz der widrigen Umstände, ohne Gas, Strom und fließend Wasser, schafft es das Küchenteam um Elisabeth Klein, alle Kinder zu versorgen. Es gab die berühmte Waage zu Beginn der Freizeit und die Waage am Schluss der Freizeit. Und es war eine gelungene Waldheim-Freizeit, wenn die Kinder zugenommen haben. Heute würde ich sagen, ist das Körpergewicht vielleicht bei manchen Kindern eher, müssen wir es andersrum machen. Wenn die Kinder abnehmen, wäre es ein gutes Waldheim. Rund 450 Frühstücke, Mittagessen, Cafés und Abendessen bereitet das ehrenamtliche Küchenteam jeden Tag zu. Frisch und ganz ohne Mikrowelle. Höhepunkt für viele ist die Waldheim-Hitparade am Ende der Freizeit. Bis dahin werden dreimal am Tag die Liederbücher zum gemeinsamen Singen verteilt. Sportaktivitäten wie Fußball, Tischtennis, Hockey oder Beachvolleyball, kreative Arbeit mit Itongsteinen, Perlen oder Bast. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Der Tag ist viel zu kurz. Bei all den spielerischen Möglichkeiten, die hier geboten werden, ist und bleibt die Arbeit mit der Bibel eine wichtige Säule des Tagesablaufs. Sei gelobet der Name des Herrn. Die Kirche hat den Auftrag, zu verkünden, was das Leben Jesu heute bedeutet und natürlich auch in einer praktischen Umsetzung. Heute macht man es nicht mehr so, dass ich vorne hinstehe und vor 370 Kinder aus der Bibel vorlese. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Es findet in kleineren Gruppen statt, es findet altersgerecht statt. Die Religionspädagogik hat sich dann natürlich auch weiterentwickelt. Schon lange vor den Freizeiten werden die Wamis in Schulungen auf das vorbereitet, was sie im Sommer erwartet. Zwei Freizeiten in 4,5 Wochen. Ein Team von rund 120 ehrenamtlichen Helfern und über 720 erwartungsvolle Kinder.